Hi, Herr Fischlinger. Wie ihr mitbekommen, bin ich ein bisschen angeschlagen. Die Messe ging gut ab, deswegen keine Stimme mehr. Die Gesundheit hat mich auch verlassen. Aber nichtsdestotrotz möchte ich euch in diesem Video nicht vorenthalten, was wir dort erlebt haben. Bevor ich euch zeige, was es letzte Woche gab, da ging es nämlich um den Aufbau und meine Vorbereitung für die Messe. Heute ganz, ganz kurz. Vielen lieben Dank an alle, die da waren. Vielen lieben Dank an Martins Fischer, der mit mir gedreht hat. Vielen lieben Dank an KT Schrimp bzw. den lieben Cousin, der die Kameraführung übernommen hat, als ich mit Martin über die Messe bin, auch wenn er nicht die ruhigste Hand hat. Also ist ein bisschen mehr gewackelt wie das, was ihr gewöhnt seid. Ich werde das Ganze mit verschiedenen Bildern, die ich noch so auf der Messe einfangen konnte, werde ich das so ein bisschen spicken, dass das ein bisschen entspannter ist. werde mich mal durch den Videoschnitt quälen. Wenn euch das Video gefällt, könnt ihr es sehr gerne mit einer positiven Bewertung zeigen. Sehr gerne Kommentare schreiben, wenn ihr noch was wissen wollt, was beizutragen habt oder wenn ihr vielleicht selber auf der Messe wart oder wenn ihr ein Wunschthema habt. Und ja, ich hau euch jetzt raus, was intromäßig hier abgeht, das kennt ihr, und was es letzte Woche gab. Und dann sind wir direkt an dem Punkt, wo ich mit Martin über die Messe gehe. Also, viel Spaß. Okay, Leute, haben wir den Martin dazu geholt, weil ich habe keine Ahnung. So, wir sind jetzt mal nach vorne, was wir zuerst sagen sollten. Ich habe dich ja angehauen. Martin, hast du Bock? Hast du Zeit? Und habe mich gefreut, Martin hatte Bock und Zeit. Auf jeden Fall. Ist ja jetzt das erste Mal, dass auf der Animal, hier gibt es ja noch jede Menge andere Tiere. Wir haben ja hier schon, keine Ahnung, von Hühner bis Kamel bis Schlange, alles gesehen. Aquaristik ist das erste Mal jetzt hier in diesem Ausmaß und ausbaufähig ist es, aber für so eine Hauruck-Aktion in 8 Wochen, krasse Nummer, finde ich auf jeden Fall. Ja. Ja, ne, das muss man ja immer sehen, das dauert ein bisschen, bis sich sowas etabliert, ne, und mehr wird. Und fürs erste Mal ist das richtig, richtig toll. Ja. Finde ich auch. Ne? Also wir können es noch ausbauen, vielleicht machen wir irgendwann die ganze Halle hier voll, wenn ihr es annehmt, hier vorbeikommt und Spaß habt. So, dann fangen wir an. Aquaristik hat, so sagen wir mal, einen geschichtlichen Hintergrund. Ja. Hier haben wir die Geschichte der Aquaristik. Also Aquaristik gibt es ja schon, ja, keine Ahnung, ein paar hundert Jahre. Ne? Also von den Asiaten, die da schon damals ihre Goldfische gezogen haben und Kois, bis hin halt ja auch zu, ne, Frankreich, wenn man so an die Barockzeit denkt, wo die auch schon Teiche und Tümpel mit Goldfischen hatten. Ne? Ja. Also schon so 1800 gab es auch bei uns schon Fische. Ne? Das ist schon cool, ne, sich das hier anzugucken, so im Detail mal, was da hat was, für alte Maschinen noch stehen und so. Und auch so Sachen, die so übergeblieben sind, ne, die auch heute noch irgendwie funktionieren. Das sind UV-Strahler, ein Alter zum Beispiel, finde ich mega. Ja, hast du sehr wahrscheinlich dann auch irgendeine Tumore davon selber gekriegt, ne? Aber die Fische hatten nichts mehr. Ja. Es ist halt so teilweise heute unvorstellbar. Ne? Ja. Du hast allein schon, die Fische sind gemalt. Ne? Ja. Die sind nicht fotografiert, die sind gemalt. Du hattest anfangs keine Filter. Heizung hattest du auch nicht. Es gibt ja, weiß nicht, ob du sowas auch mal gesehen hast, diese alten Becken mit dem Gasbrenner unten. Ja, ja, voll. Oder wo du, dann wirklich, wenn du nicht an- und ausgedreht hast, dann hattest du eine Fischsuppe. Ne? Ja. Gasbrenner ist Gasbrenner. Ja. Oder verrückte Sachen, eine Glühbirne zum Heizen oder, unter Wasser gehalten. Genau, eine Glühbirne zum Heizen, eine gute HQI-Strahle, aber Pflanzen sind super mitgewachsen. Ja. Aber Stromkosten, wenn man heute denkt, Katastrophe. Ja, das ist heute Gott sei Dank nicht mehr so. Oder auch Futter. Ja. Wenn du damals nicht dein Lebenfutter oder was dir getümpelt hast, wenn das ging, hattest du im Winter ein Problem. Ne? Ja. Und dann die Thema, kennst du ja auch von Diskus mit Eigelb und was du so für Hilfsmittel hattest. Ja. Da sind wir heute auf jeden Fall besser aufgestellt. Okay, gehen wir mal von der Geschichte so ein bisschen in die Neuzeit. Hier haben wir auch noch Aquarien, Terrarien oder wenn ihr ein Schaf wollt, könnt ihr auch ein Schaf haben. Hier haben wir noch Deko, Filter, alles was dazu gehört. So, hier haben wir auch noch Futter, Filter, Holz, also alles, was ihr so brauchen könntet im Aquarium. Morgen. Guten Morgen. Alle noch ein bisschen müde. Wir drehen das jetzt tatsächlich
Bevor es hier richtig losgeht, weil sonst versteht ihr uns nicht und wir müssen uns hier irgendwie durch die Leute durchtreten. Das muss natürlich nicht sein. Okay, dann haben wir den VDA. VDA kennt man. Ja. Na? Müssen wir, glaube ich, nicht viel dazu sagen. Sollte man kennen. Sollte man kennen. Ne? Also ist praktisch so die Gewerkschaft der Aquarianer, kannst du es so betiteln. Ja. Ne? Unten haben wir noch einen Aquarienverein mit jeder Menge schönen Becken. Ich blende euch zwischendrin immer noch Bilder ein, wo ich hier gefilmt habe am Aufbautag, also keine Panik. Hier haben wir die Fischbörse, wo private Züchter ihre Tiere mitbringen. Das ist so, sagen wir mal, eine Tradition auf Messen, dass auch Fische da sind. Kann man, so ehrlich muss man sein, immer in einem gewissen Kontext sehen. Es gibt Dinge, die dafür sprechen, Dinge, die dagegen sprechen. Aber man bemüht sich natürlich, dass hier alles tippitoppi ist, dass es den Fischen nicht schadet. Und ja, wie das so ist, so ein bisschen improvisiert, würde ich sagen. Ne? Ja, voll. Ja, aber das finde ich ja wieder sympathisch. Ne? Aber das wieder sympathisch, dass es nicht alles so aufgebügelt ist. Ja, hier seht ihr gerade meine schönen Gläser. Also vielleicht wart ihr da und habt euch eins gegönnt. So, Kusey filmt man gerade noch so ein kleines bisschen. Die Tiere hinter der Kamera übrigens, der liebe Kusey von KT Schrimps. Den vielen verlinke Dank, ich euch in der Beschreibung. Vielen Dank. So, Martin, ja. Dann haben wir die Börse. Hier haben wir auch noch Börse. Hier haben wir noch jede Menge Futter, Garnelen, Futter, Schnecken, Tonröhren und so Sachen. Hattest du nicht auch L46? Habe ich das richtig im Kopf? Nein. L-Wilse haben mich nie gepackt. Nie gepackt? Nee. Also ich hatte mal so in der Vergangenheit schon welche, aber das war nie mein Thema. Das okay. Fand ich immer dann irgendwie zu langweilig, weil man sie nicht sieht. Ich finde sie wunderschön auf jeden Fall. Du hast aber nicht viel von, ne? Nee, hast nicht viel hast von. Nicht viel von. Ja. Okay, hier haben wir sogar noch Altumskalare. Also hier sind auch Sachen, die jetzt nicht alltäglich sind. Hinten haben wir noch schöne Granizischler sitzen. Oder kannst du auch mal gleich filmen, Kusey, die Eidechsensammler. Habe ich tatsächlich das erste Mal bei Fischtopia gesehen im Laden. Kannte ich überhaupt gar nicht. Ne? Ja. Also ich bin mal gespannt, was so sammlertechnisch noch rüberschwappt. So. Ja, es ist viel los da im Moment. Ne? Auch so dieses Afrika-Game. Ne? Da kommt ja richtig cooles Zeug draus. Ja. Machen ja auch André und Kevin von Aquadicted. Die haben ja auch einen guten Connections da. Ja. Ne? Also schaut mal bei den Jungs von Aquadicted vorbei und lasst liebe Grüße da. Okay, dann sind wir jetzt aus der Börse raus und gehen in den gewerblichen Teil. Genau. Und da ist auch einiges zu sehen. Da ist auch einiges. Ich würde sagen, hier sind wir schnell durch. Das ist L-Design. Die machen Aquarienbau. Also wenn du eine Maßanfertigung machen brauchst. Maßanfertigung. Genau. Auch, ne? Von Standard bis auf Maß in Schrankfarben und Größen mit Beleuchtung. Alles, was du halt willst, wenn du was Maßangefertigtes willst. Ja. So, und dann sind wir bei einem Futter, das wir beide benutzen. Ja, auf jeden Fall. Wusste gar nicht, dass du das auch fütterst. Doch, bin ich schon lange, schon sehr, sehr lange dabei. Mhm. Dr. Baslab finde ich wirklich gut. Also ich bin bei Futter immer schon so ein bisschen auch in der Richtung unterwegs zu mischen, also verschiedenste Anbieter zu nehmen und pick mir da so die Sachen raus, weil ich auch, ne, so auch wenn ich von einem Futter ganz überzeugt bin, wie zum Beispiel von dem Dr. Basler, finde so, okay, wenn ich ein bisschen was anderes fütter, dann ist da nochmal die Zusammensetzung ein bisschen eine andere und dann hast du mehr Vielfalt und ja klar, gut, du hast ja auch da ein bisschen ab. Du hast ja auch eine ganze Menge Becken, du hast eine ganze Menge unterschiedliche Fische. Ne? Ja. So die eine notorische Flockenfutterdose, die reicht halt bei dir auch nicht. Nein, ne? Genau. Wobei ich das auch spannend finde, ich fütter auch immer noch ganz klassisch Flockenfutter zwischendurch, zusätzlich. Die gute Tetramindose. Ja, genau, die habe ich immer da stehen. Aber ist noch ein Futter, das schon seine Relevanz hat. Ne? Und sei es nur mal auch mal so ein bisschen Fastentag machen, aber man kann es machen. Genau. Auch Tetrarubin, kann man sich vielleicht drüber streiten, aber farbtechnisch, krasses Futter, musst du so sagen, ja, ne? Ja. Hast du eigentlich auch, muss ich auch mal fragen, du fütterst nicht nur handelsübliche Sachen, so Lebendfrost auch? Ja. Und fütterst du auch so Obst, Gemüse, irgend sowas? Nein. Also das hängt ja immer so von den Tieren ab. Ich habe für die Otocinctus zum Beispiel schon mal mit ein bisschen Zucchini, Gurke und so gearbeitet, aber mache ich in der Regel nicht. Ich habe da auch festgestellt, man muss so ein bisschen dranbleiben, gerade bei den Otocinctus, diesen klassischen Affinis oder Spezies, weil man nicht weiß, welche Art es ist. Die gehen dann irgendwann doch auch an Ersatzfutter dran und dann werden die auch richtig schön dick. Du musst sie so ein bisschen überzeugen. Ja, genau. Wobei du hast ja auch die Haroldoi, ne? Hast du die noch? Habe ich noch. Hast du noch? Sind die jetzt, der Affinis ist ja öfters mal so eine Mimose, sind die Haroldoi auch so? Oder? Viel, viel robuster. Viel robuster? Ja, die gehen an alles dran. Wir hatten auch relativ groß, die Weibchen, ne? Die kriegen schon so ihre 7 cm. Oh, das ist groß. Die Männchen bleiben deutlich kleiner, aber wunderschöne Tiere und die müssen sich durchsetzen. Mhm. Also, weil die einfach viel weniger anfällig sind, sich super vermehren lassen. Da kannst du ganz viel in den Nachzuchtbereich gehen. Was bei den normalen
Ottozink das ja durchaus immer noch schwierig ist. Ne? Es gibt da ja schon Nachzuchtberichte. Ja, es ist halt sehr aufwendig. Ne? Zufall oder sehr aufwendig. Ja. Sehr aufwendig, viel Arbeit mit so Pastenfutter, was dann staubt. Mhm. Dann haben sie genug Futter, aber dann hast du ganz schnell die Wasserqualität versaut. Ja, muss man immer halt so mit Fingerspitzengefühl rangehen. Ne? Oder musst halt Wasser wechseln, die Blöde. Ja. Und dafür sind sie dann leider Gottes so etwas zu günstig, dass halt ein gewerblicher Züchter sagt, ja. Kann ich den machen. Ja, ja, da ist der Haroldheu, der schmeckt halt da besser, weil da kannst du halt auch gewerblich dein Geld verdienen. Auf jeden Fall. Ohne, sagen wir mal, auf Qualität keinen Wert zu legen. Ja. Das ist halt wichtig, wenn du Züchtest. Total, auf jeden Fall. Und ich meine, die Haroldheu durchaus sind schon ein bisschen unterschiedlich zu den normalen Ottozinken, die sind deutlich versteckter unterwegs. Mhm. Ne? Also das muss man schon auch dazu sagen, so der... Ja, Wald- und Wiesen-Ottozinktus ist halt immer unterwegs. Du siehst ihn in der Gruppe schwimmen und so. Ne? Und das ist bei den Haroldern, die sind eher so ein bisschen schon in Richtung größere Elwäse vom Verhalten her unterwegs und deutlich versteckter. Ja, wobei, du sollst ja, Aquaristik soll ja entschleunigend sein, es soll dich ja entspannen. Also eigentlich das Typische, ich chill mich abends von meinem Aquarium und dann hast du ja schon was von den Tieren. Ja, und da hast du eine Futterecke. Ja. Also Aquarium soll keine Hektik sein, Leute, nur dass ihr es wisst. Ne? Aquarium soll entspannen, ihr sollt da runterfahren und nasse Ärmel gehören dazu. Ja. Okay. Hier hinten haben wir noch eine Menge Pflegeprodukte, Kleber und so weiter, auch alles von AM, das kennt ihr. Hier haben wir übrigens den lieben Chris, mein Lieblingsaußendienstler. Guten Morgen. Wir sind noch ein bisschen verknittert. Nein. Wir haben, Chris ist schon die ganze Woche hier und zieht hier mit durch, hat hier aufgebaut, alles. Also, der hat eine Menge zu tun. Ich verlinke euch auch mal noch das Video. Wir waren ja zusammen eine Woche unterwegs, ne? Das Leben im Außendienst. Letztes Jahr im Herbst. Ihr merkt schon, er hat schon keine Stimme mehr, ne? Egal, wir ziehen hier durch. Ihr zieht durch, scheiß klar. Ja, es ist einfach. Teil 2 vom Video wird auch noch kommen. Wird auch noch kommen, genau. Dann halt in die andere Ecke von Deutschland, okay. Ja, ist halt unfassbar viel Arbeit, ne? Mhm. Messe und Vorbereitung und Logistik. Ja. Und das ist, es ist halt nicht nur, ich mache das Wochenende, du baust eine Woche vorher auf und teilweise eine Woche später noch ab. Ja. Ne? Das ist schon Wahnsinn. Chris ist jetzt 3 Wochen einfach mal nicht zu Hause. Der zieht jetzt 3 Wochen durch. Ne? Dann haben wir hier was, ist für mich nostalgisch. Mhm. Juwel. Ja. So der Beckenbauer eigentlich. Ja, Wahnsinn, ne? Und mein erstes Becken damals war ein Juwelbecken. Ich glaube meins auch, aber damals habe ich mich nicht drum gekümmert, was die Marke dahinter ist. Ne? Aber das war noch mit so einem Stahlrahmen. Mhm. Alt sogar? Ich vermute, es war nicht gekittet, es war schon Silikon, aber ich weiß das nicht mehr genau. Das war so ein 80er. Aber wenn ich mir so die alten Juwelbecken angucke, dann sah das so ähnlich aus. Deswegen glaube ich, es war ein Juwelbecken. Mhm. Danach hatte ich persönlich aber nicht mehr mit Juwel zu tun. Das hat aber keinen speziellen Grund. Mhm. Nee, Juwel baut klasse Becken. Du hast ja auch, haben wir gestern ja schon drüber geschnackt, du gehst ja beim Tillmann. Ja. Da sind wir vielleicht, also für euch ist das dann jetzt schon Vergangenheit. Vielleicht sind wir am Mittwoch, wenn wir es hinkriegen zeitlich, weil ich bin selber in Essen, in der Nähe von Martin. Und vielleicht sind wir am Mittwoch noch beim Tillmann, werden da aber nicht drehen. Das ist einfach so eine gemütliche Runde. Ja. Und ja, Juwel, bei mir war es damals ein 160-Liter-Becken. Mhm. Es war 2000, also da, ich hatte keinen Stahlrahmen mehr. Nee. Aber Stahlrahmen ja deshalb. Das mit dem Kleben wie heute hat damals halt noch nicht so funktioniert. Ja, ja, voll, genau. Das irgendwie musstest du halt klarkommen. Ne? Ja. Aber die Gasbrennergeschichte, wie ich das erste Mal gesehen habe, das kann nicht wahr sein. Ne? Kannst du eine Fischbouillabaisse machen. Okay, dann gehen wir mal weiter. Wir sehen auch überall schön eingerichtete Aquarien. Genau. Das finde ich immer wirklich wichtig für so eine Messe, weil das so einfach das Gesamtbild dazu, irgendwie total prägt. Ne? Mhm. Und die Leute gehen hier durch und können sich angucken, wie kann sowas aussehen in unterschiedlichen Stilrichtungen. Na, natürlich muss man immer gucken, die sind dann für die Messe eingerichtet, teilweise ein bisschen vorher, teilweise super spontan und schnell. Mhm. Ne? Also, dass man so ein wirklich gewachsenes Becken sieht, ist eher selten. Mhm. Aber es zeigt schon ganz schön, was so möglich ist in der Aquaristik. Ist ja grundlegend auch wichtig. Du hast ja, haben wir selber gemerkt, dass viele Leute, die kommen, die kennen dich, die kennen mich und sagen, Martin, was hattest du in dem Filter für eine Pumpe? Mhm. Haben wir die zufällig hier? Ne? Und dann kannst du sagen, ja, ich benutze die gerne, weil ich fand das und das super gut an der Pumpe. Ja, zum Beispiel. Und das ist ja auch, der Erfahrungswert ist ja auch cool. Ja. Ne? Wenn du machst ja auch schon ein paar Jährchen. Ja. Wenn du sagen kannst, pass auf, mit der Pumpe, die ist toll, aber für das, was du machen willst, ist es völlig Geldverschwendung, weil das passt nicht. Ja. Nimm dir lieber die habe ich auch in was Ähnlichem und da funktioniert. Also dieser Austausch auf Messen ist eigentlich das Coole. Ja, das ist richtig schön. Ja. Also Social Media, ich meine, du hast es gemacht, vielleicht irgendwann machst du es mal wieder. Ne? Genau. Also bist da konsequenter wie ich. Finde das cool, dass du das durchziehst. Sagst, im Moment passt es nicht. Ja. Finde ich cool. Ich habe da noch so ein bisschen dieses so, ich muss. Mhm. Ne? Aber ich lerne ja auch dazu.
so Social Media ist cool, weil du kannst dich super vernetzen. Ja. Wir hätten uns vermutlich sonst nie irgendwie das mal ist richtig, ne, ja. verbunden. Aber es ist halt so schnell, du schreibst mal eine WhatsApp, du machst mal einen kurzen Anruf und dann hast du das Gefühl, so, ja, wir haben ja, aber eigentlich haben wir nicht wirklich. Nee, ne? nee, so genau. dieses Mal was zusammen hier sitzen, trinken ja. und so ein bisschen fachsimpeln. Das ist eigentlich das, was da so ein bisschen verloren geht, was schade ist. Ne? Und dafür sind Messen einfach super, super geil. Mhm. Ne? Aber auch mit den Leuten, die Videos gucken. Ne? Das ist ja sonst ja. eine totale Einbahnstraße. Du ja. sitzt vor deiner Kamera und siehst ja niemanden. Das ist halt völlig weird. Über ne? Kommentare so, ne? Das ist schon ganz in Ordnung. Mhm. Aber so dieses direkte Gespräch und wirklich mal in den Austausch gehen, Fragen beantworten können direkt und auch mal ein bisschen ausholen zu können, ne? So ja. in der Kommentarantwort, muss man ja immer voll zusammenfassen. Ja. Ne? Oder halt einer, der dann sagt, ja okay, jetzt hast du es erklärt, aber ich habe die drei Punkte, die ja. für mich nicht geklärt sind. Ne? Du hast ja auch so ein bisschen gestreamt, das ist ja, ja dann praktischer dafür. Und ja, dann müsste genau. ich auch mal nochmal machen, das ist bei mir halt schwierig, so, weil ich nie die gleichen Tage streamen kann. Ja. Ne? Okay, das haben wir. Wir haben jetzt hier, gestern haben wir noch ein bisschen Nanos eingerichtet. Also wir haben auch gestern ein paar Kunden noch oder ein paar Besucher, sagen wir so, ein paar Besucher beraten, die dann meinten, wie kann ich denn was machen? Weil du hast doch immer Anfänger auf so einer Messe, die grundlegend Aquaristik cool finden, aber sich nicht rantrauen. Ja. Das kannst du auch voll verstehen, die wollen ja nichts falsch voll, machen. Ja, total. Und dann kannst du sagen, pass auf, ne, was gefällt dir denn? Okay, können wir machen, können wir nicht machen. Ja. Und wir haben ja gestern für auch Besucher kleinere Becken hier fertig eingerichtet, die sie einfach mitnehmen ja. und zu Hause aufstellen. Und zwar auch ja. teilweise komplett, ne? Auch mit komplett, genau. Und, mit Bepflanzung genau. und dann unter den Arm ab. Dann Frischhaltefolie, wie sonst ja. würde das Butterbrot mitnehmen. Ja. Und haben dann hier losgelegt. Werden wir nächstes Jahr noch ein bisschen mehr promoten, weil die Leute finden es ganz toll, aber es hat tatsächlich die Kommunikation hat so ein bisschen ja, gehapert. Ne? Das ist ja so. Häufig so das Problem. Ja, und aber war alles neu hier und so. Ja. Ich habe gestern noch mit drei Jungs, lass die mal so 8 gewesen sein, ja. zusammen Becken, die waren total ne, hin und weg. Er hat sich zwar genau wie ich mit Sekundenkleber die Finger verklebt, aber ist keiner zu Schaden gekommen. Und ja, dann gehen wir auch schon weiter. Bevor wir zu den Jungs von Fischtopia gehen, schlendern wir mal noch hier hinten rüber. Ja. Fischtopia machen wir am Schluss. So, film mal meine Glatze hinten bitte nicht. So, wir haben hier Eheim natürlich am Start. Ne? Eheim kennt ihr, war so, meine ersten Außenfilter war alles Eheim, ja. ne, das war so ja. das Ding, made in Germany. Voll. Das Becken tatsächlich, das Riesentrümmerding, das haben wir verkauft, oder hat der Basti verkauft, der macht mir gerade die Kasse. Guten Morgen. Den kennt ihr ja bei mir aus den Videos. Das haben wir verkauft, das müssen wir noch abbauen nachher. Oder ja, der Kusey hat es verkauft. Hey. Abbauen, der du muss hast abbauen. Es gekauft. Ach so, musst okay, du ein Geld sogar. Verdienen. Musst du ein Geld verdienen. Aber das ist so dieses Schaustück für Vernetzung ne? und genau, digitales Aquarium. Genau. Und so. Also wir haben hier haben wir so ein schönes Touchpanel. Kannst mal herkommen. Du hast hier halt ein Touchpanel, das soll halt zeigen, was ist mittlerweile alles möglich. Ne? Also du kannst hier von Futterautomat über Heizstab, über die komplette Filtertechnik oder auch Beleuchtung, kannst du anwählen und kannst dann sämtliche Sachen einstellen. Simulation, kannst heller, dunkler machen. Also da ist richtig, richtig viel möglich. Und ich kann auch ein Aquarium, wenn ich sage, ich mache mal meinen Wasserwechsel, ich fütter auch, aber ich habe nicht die Zeit und die Nerv, da ganz viele Sachen selber immer zu stellen. Und dann kannst du das mittlerweile auch völlig autark machen. Ne? Ja, genau, das ist eine schöne Möglichkeit. Ne? Also ja. Das ist ja immer so in der Aquaristik, du hast ganz viele Möglichkeiten, so ein Ding zu machen. Du hast auch immer noch die Möglichkeit, das so zu machen wie früher. Ja. Ne? Einfach aufsetzen. Was bist du so? Bist du eher so Team Technik oder Team so, ich mache es so ein bisschen manuell eher? Ich bin irgendwo dazwischen. Irgendwo dazwischen. Ja, ja, manche genau. Sachen sind cool, aber ja, ja, manche genau. Sachen ist dann schon, also so lichtsteuerungsmäßig, ja. habe ich überhaupt gar keinen Bock drauf. Ne? Ja, bei mir auch. Also eine Lampe geht morgens an und abends ja. aus. Ne? Also eine Dimmung? Eine Dimmung macht noch Sinn, ne? Schön, genau, habe ich auch an manchen Becken, aber auch nicht an allen. Mhm. Ja. Ja, wenn geht du jetzt schon auch ein bisschen in Richtung Spielerei. Also Dimmung kann man noch ne, mit Schräghaftigkeit der Fische ja. und so weiter, klar. Du hast ja auch die Melanochromis Praecox, die Diamantregenbogenfische. Hatte ich, genau. Hattest du? Ja. Weil da macht es ja zum Beispiel Sinn. Die ja, sind voll. Ja echt, wenn die Lampe angeht, sind die ja, ja. völlig unterwegs. Ja. Ne? Aber ja, ansonsten auch, ne, Licht an, Licht aus.
Man muss es nicht übertreiben, aber, sagen wir aber so. Es ist auch schön. Ne? Ja, sicher. Also auch, weiß ich nicht, es gibt ja auch sowas wie Wolkenflug und so weiter. Und dann ist einfach so ein bisschen cool. Leben drin. Das, da spricht ja auch nichts dagegen. Ne? Das ist also je nachdem, was du hast, ne? Wenn du auch so, sagen wir mal, so Uferzone von irgendwas hast und hast da echt so eine Live-Wetter-Simulation, ist schon cool. So eine Gewittersteuerung macht für mich keinen Sinn. Nee, dieses Blitzen, ne? So ein bisschen. Ne, das ist für mich eher ein negativer Aspekt, sagen wir mal so. Ja, auf jeden aber Fall. So Dimmen oder so Sonnenauf, Sonnenuntergang macht tatsächlich viel Sinn und sieht auch echt schön aus. Ja, auf jeden Fall. Dann gehen wir weiter. Hier haben wir die Kasse. Dann haben wir hier noch Frost- und Lebenfutter. Fütterst du ja, oh, ja. auch. Stimmt. Ne? Und hier einen kleinen Kühlschrank. Da. Kann ich nur empfehlen, immer weiter Lebenfutter, immer Lebenfutter, weiter. Lebenfutter. Ja. Das ist zum Beispiel Bloodworms. Haben wir alles da. Ist, je nachdem, was ihr für Tiere habt, essentiell eigentlich. Ne? Ja. Es gibt halt auch einfach Dinge, die... Warum gehst du jetzt nicht zu? Da unten. So, zu Affe tot. Kaputt, geht nie wieder auf. Geht nie wieder auf. So, JBL, brauchen wir auch nicht alles viel da. Zu sagen. Ne? Ja. Genau. Alles da, was ihr braucht. Und was wir hier auch sehen, wir haben einen schönen Messerabatt bei JBL. Ja. Oder allgemein. Allgemein, ne? Das ist ja immer beim Messen der Fall, so was Leute auch zieht und wo es sich dann auch wirklich lohnen kann, auf eine Messe zu gehen. Ne? Gerade wenn du weißt, neues Becken wird aufgesetzt, du brauchst viel wieder neu und so, dann kann so eine Messe sich schon auch echt lohnen für jeden den Verbraucher. Fall. Ne? 20% ist eine Menge, gerade wenn du so ein Komplettset brauchst, ne? Was du dann noch so messen machen kannst. Was ja auch cool ist, wenn du so ein großes Becken kaufst, wie jetzt der Cousin, der muss das natürlich nicht hier durch 5 Messehallen schleppen. Wir haben ja so einen Zugangsausweis, den kriegt der Kunde und kann mit seinem Auto hier ranfahren und wir laden das Becken dann direkt ein oder je nachdem, was es ist, helfen wir sogar beim Ausliefern. Also auch sowas ist hier möglich. Dann gehen wir weiter in die Mitte. Hier haben wir die Hardscape-Ecke, würde ich sagen. Ja, na? Genau. Haben wir jede Menge Sand. Hier haben wir Holz, wir haben hier unterschiedliche Steine, wo man sich zusammenstellen eine kann. Eine schöne Auswahl auch an, an Steinen, finde ich auch. Weil auch das ist oft, was mir so fehlt. Ne? Du hast viele Läden, die echt viel können, auch die Inhaber, aber die Auswahl an Gesteinen ist oft halt gering. Ich meine, es kostet auch eine Ecke, ja, auf jeden aber Fall. Es ist so ein Grundding eigentlich, ne? Ja. Dass du da einfach genug da hast, dass du dich auch kreativ austoben kannst. Ja, nur dann kannst du ein schönes Becken einrichten. Sicher. Ne? Das ist einfach so. Weil irgendwann wird es langweilig, wenn es immer dieselben Kiesel sind. Ne? Ja. Und je nachdem, was du halt machen willst, brauchst du halt auch unterschiedliche Sachen. Ja. Ne? So ein schönes Putzenbecken oder sowas mit Lava, das hat was. Das machst du mit dem Kieselstein halt nicht. Ne? Ja, genau. Und auch Holz ist da hinten noch so, ne, weil das hatte ich nämlich gestern kurz, weil ich dachte, ja, okay, wir haben ganz viel Stein. Aber kein Holz. Wo ist denn das Holz? Ne? So ein bisschen ist da und dann habe ich da hinten die, hast du die zwei Palette Berge gesehen? Noch gesehen. Dann habe ich gedacht, okay, das reicht. Ist schon eine Menge weg jetzt, ne? Ja, ja. So, Pflanzen ist auch schon eine Menge weg. Ja. Also hier haben wir noch Pflanzen, hier haben wir auch In-Vitros und so weiter. Ja. Aber klar, ist jetzt letzter Messetag, ne? Dann sieht das auch schon ein kleines bisschen zerrupft aus, das gehört dazu. Also da ging auch richtig der Punk ab hier. Ja. Ne? Interviews haben wir auch noch gegeben. Ja, stimmt. Das kommt auch noch, wenn das schon online ist, verlinke ich euch das. Auch deins verlinke ich dann, weil ich weiß nicht, was er dich gefragt hat. Der liebe Aqua2Go. Genau. War auch ein sehr netter Typ. Das war schön, ja. Das hat Spaß gemacht, das Interview. Okay, In-Vitros hat für dich eine Relevanz? Ja, auf jeden Fall. Ich bin ja insgesamt so ein bisschen von diesem sehr rudimentären, nur der Fisch steht im Vordergrund, Biotop-Aquaristik hingegangen, auch mir aus dem Aquascaping so Gestaltungsaspekte mit rauszusuchen und versucht das so zu verbinden, ne, dass die Aquarien halt trotzdem auch irgendwie schön gestaltet aussehen, aber der Fisch immer noch im Vordergrund steht und ich finde In-Vitro-Pflanzen total super genial. Hat auch kann ich halt, nicht anders sagen. Je nachdem, was du hast, macht es halt auch Sinn. Du bist bei den normalen Pflanzen, was in der Gärtnerei steht, halt nicht 100% davor gefeit, dass du irgendeine Alge hast, dass du eventuell Planarien hast. Genau, oder die auch kleinen Libellen ist auch ein Thema. Ja. Und immer mal jetzt, wieder, gerade in Zuchtbecken natürlich auch problematisch dann teilweise. Wenn du Garnelen hast, ist eine Libellenlarve halt Katastrophe. Oder halt auch Planarien, wenn du gewisse Schnecken hast, kann auch ein Problem werden. Ja. Wenn du die falsche Planaria erwischt, gibt es eine Menge, die sind harmlos, aber... Ja, aber ich mische auch, ich traue auch noch Top-Pflanzen und so, aber ich habe auch schon Becken wirklich ganz bewusst nur mit In-Vitros gestaltet. Ja, du hast ja, glaube ich, was Kuba, wo du den Steg oben mal bepflanzt hast? Nee, das war Tripatita. Tripatita, ja. Wo du den, war auch eine geile Idee, den Steg zu kaschieren. Hat super funktioniert. Das war recht cool. Ja. Hattest du dann da Wasser drüber laufen, oder? Nee, ich hatte das Fackenmoos drunter und davon hing so ein bisschen was im Wasser. Ah, das hat dann hochgesaugt. Das war eine coole Sache. Da musste ich nie was machen. Echt cool. Ja. Da muss man vielleicht mal noch nachmachen. Vielleicht muss ich mal kommen, dann machen wir sowas.
Ja. Ich habe viele Becken mit Steg, wo ich eigentlich gerne offen lassen würde, aber das sieht halt dann doof aus. Ja, ja, voll. Ja. So, Holz, hast du schon gesagt. Ne, war auch schon eine Menge weg. Also der Berg hier war so groß. Ja, genau. Und hinten ja auch nochmal. Ne? Ja, stimmt, hinten haben wir auch noch. Wirklich so ein bisschen aus, weil da ist auch... Wir können mal gucken. Ich mag ja dieses Talava super gerne. Ja, ich auch. Ne? Also die Wurzeln. Ich liebe Talava von der Optik her. Mhm. Hab da schon ganz viel mitgearbeitet. Der einzige Nachteil ist tatsächlich, dass es sich relativ schnell auflöst. Es ist halt keine Wurzel, ne? Ja. So, das merkst du. So, es zerfällt. So, ich habe festgestellt, weil ich viel benutzt habe, so nach 2 Jahren merkst du, so die feinen Verästelungen sind weg und die dickeren werden weich und brüchig. Also ist nichts für die Ewigkeit, aber es ist eben wunderschön. Und ich benutze es auch weiter. Oder wenn du halt irgendwas hast, was sehr raspelmäßig unterwegs ist, der schreddert das halt wirklich weg wie Pappmaschinen. Auf jeden Fall. Das ist halt schon krass. Ja. Aber gerade wenn du so Mangroben sowas nachbilden willst, von oben so das Ding, ne? Ja. So das Ding. Aber zum Fische rausfangen macht keinen Spaß. Ja, das stimmt. Okay, dann enden wir, würde ich sagen, bei Fischtopia. Ja, sehr schön. Beim Simon, den kennt ihr ja auch bei mir vom Kanal. Da läuft er. Jetzt läuft er wieder weg. Kommt gleich wieder. So, hier haben wir auch noch ein paar schöne Wurzeln. Simon ist ja Riesenteile, ne? Ja, sehr geil. Ich glaube, die hat der Marc mitgebracht, ne? Erinnern wir den Scaping-Marc. Der richtet hier die Becken ein. Der ist ein bisschen kamerascheu. Der hat hier die ganzen Becken gestaltet. Die sind mit Oase heute hier in Kombination. Ne? Das ist der schöne Simon. Ja, haben wir ein paar schöne Becken eingerichtet. Das sind auch wirklich sehr schöne Becken jetzt hier geworden. Vieles halt eher, also Marc kann noch viel, viel mehr. Aber es ist möglichst einfach gehalten, dass es jeder nachmachen kann und auch die Pflege nicht so intensiv ist. Aber du kannst auch Marc und so weiter buchen und der zimmert dir dein Aquascape hin, wo du dann dich in Ekstase ausleben kannst oder den Rest von deinem Leben außer der Pflege des Beckens nichts anderes mehr machen musst. Wenn ihr das wollt, geht ihr da zu dem. Da könnt ihr euch so ein Be-Orb Earth auch machen lassen. Nicht was für einen kleinen Geldbeutel, aber ich finde die Dinger echt cool. Vielleicht klaue ich das nachher, sollte nicht auffallen. Man kann auch was dazu sagen. So Vollautomation des Terrariums. Haben wir die Altums schon bestimmt? Die Altums? Hinten hatten wir Altums. Kannst du auch mal noch gucken, ja. Hier haben wir noch, auch noch Altums. Hast du die jetzt selber gezogen, die? Die sind jetzt vom Zuzüchter. Die sind vom Zuzüchter. Ja. Aber du hast da auch Altums schon selber gezogen, ja? Ja, ne? Die meisten habe ich selber gezogen die letzten Jahre. Nur jetzt aufgrund des Zeitaufwandes mit dem Laden habe ich die Zucht ein bisschen eingeschränkt und habe meine Zuchttiere einem Bekannten gegeben und der züchtet jetzt mit meinen Tieren im Prinzip weiter. Einfach damit die Linie auch erhalten bleibt und auch die gewohnte Qualität. So soll es sein. Und so splitten wir das besser auf. Er steckt da seine Kraft rein und ich stecke dann jetzt in den Laden meine volle Kraft. Dann komme ich den nächsten Mal nochmal gucken, dann mache ich keine Rolle. Ja, das machen wir. Alles klar. So, ich mache es jetzt mal so. Zurück ins Studio, nein. So Be-Orb-mäßig ist mir dann schon wieder, es sieht toll aus, aber mir ist es zu viel Aquascaping tatsächlich. Ja, also es ist halt dann wirklich nur ein Designstück in der Wohnung. So, genau. Ne? Und das ist aber ja auch völlig legitim und man sieht ja auch hier bei der Messe, wie die Dinger weggehen, ne? Weil einfach es sieht schick aus und die Leute können es unter den Arm nehmen. Marc richtet es ein und dann hast du es fertig zu Hause stehen, wie so ein Schmuckstück halt. Was ich eine sehr, sehr coole Idee fand, der Adri Baumann, kennst du vielleicht, Aquascaping Symphony, der hat die großen Orbs und hat die als Dschungel umgebaut und hat dort tatsächlich Pfeilgiftfrösche drin. Ja. Das fand ich eine sehr, sehr coole Idee. Ja, die haben eine gewisse Größe, ne? Also ich bin in diesem Game Dendrobaten und so nicht so drin, kenne ich mich nicht wirklich mit aus, was die so brauchen, aber es scheint ja zu funktionieren. Ich weiß nur, dass sie wohl empfindlich mit der Haut sind, das weiß ich, aber wenn ich so in die Terra-Richtung abdriften sollte, dann wären es tatsächlich Frösche. Ja, Frösche mag ich ziemlich gerne. Ja, ja, dann würde ich sagen, gehen wir noch einmal hier lang, dass ihr die Orbs noch sehen könnt und mein Fernseh-Aquarium, das hat der Marc auch auf die Schnelle eingerichtet. Also wir haben auch einen Fernseher dabei mit dem schönsten Fernsehprogramm der Welt. Ist tatsächlich der alte Fernseher von meiner Mom. Der Wahnsinn. Ja, ich habe das Video gesehen von dir. Ich wusste gar nicht, dass dir mal überlegen, das alte Ding da, damals Nordmende Markenhersteller, das hat 1100 D-Mark gekostet, das Ding. Musst du dir vorstellen. Ganz wie heute, ne? Ja. Du kriegst heute so ein 2 Meter LCD für 600 Euro und das Ding damals utopisch. Vor allem im Vergleich zum Einkommen auch, ne, was man damals so hatte. So, und dann sind wir auch schon bei dem Messeteil durch. Ja. Nächstes Jahr
eine Nummer größer? Ja, das wäre schön, ne, wenn sich das jetzt wirklich so langsam aufbaut. Also wenn es dieses Jahr in dem ersten Aquaristikjahr gut läuft für die Aussteller, dann ist das ja schon mal ein ganz guter Start. Ja. Und dann kann man darauf aufbauen und hoffentlich dann nächstes Jahr größer machen. Wir können dann, ja, wir wachsen. Und vielleicht sind wir irgendwann mal die ganze Halle oder vielleicht sogar nur eine zweite. Ja. Und ich hoffe, du kommst nächstes Jahr vielleicht auch wieder. Auf jeden Diesmal Fall. Ohne die katastrophale Autofahrt. Ja. Du wirst wissen, Martin hat hierher so 450 Kilometer. Ja, ungefähr. Bisschen weniger. Bisschen weniger und du hast 8 Stunden gebraucht. Ja. Also es geht alles schief, was hat schief gehen können. Und dann ist Martin Freitag einfach nur noch ins Bett gewandert. Ja. Also die Messe war schon rum, bis du da warst. Ja, voll. Ich bin um 11 Uhr abends dann angekommen. Ne? Klar, aber ich habe gerade mal ins Navi eingegeben für den Rückweg. 4 Stunden 30. Ich hoffe es. Und vielleicht dann bis Mittwoch. So, Martin, merci. Tobi, ne, hat mich sehr gefreut. Erst einmal Video zusammen. Premiere. Ja, das hat mich sehr gefreut. So, ich verlinke euch den Kanal von Martin, auch die Social Media Kanäle. Schaut da vorbei. Wenn ihr Sehnsucht habt, guckt doch die alten Videos, ist sehenswert. Ja, gibt genug. Ich gucke es teilweise zum Einschlafen, wenn man sich vor mich anhört, das ich schon weil du eine super entspannte Stimme hast. Ja. Oder können wir auch was von deiner Musik verlinken? Du machst da ziemlich, ziemlich gute Musik. Ja, verlinken eher nicht. Ich habe auf meinem Kanal eine Playlist bisschen Mucke, da sieht man so 2-3 Videos. Dann verlinken wir das, dann können wir kommen und vielleicht auch mal ein Konzert kommen. Du machst ja viele Konzerte im Moment. Ja. Und dann, wenn ihr Musik mögt, handgemacht, auch hier seid ihr bei Martin bedient. Und dann bleibt uns nicht mehr zu sagen, außer wir sind hundemüde, wir ziehen das aber heute nur durch für euch. Wenn euch das Video gefallen hat, sehr gerne positiv bewerten, sehr gerne Kommentare schreiben, auch wenn ihr noch was wissen wollt, was beizutragen habt, Daumen hoch, genau. Oder noch ein Wunschthema habt, sehr gerne auch diesen Kanal abonnieren. Will ja dich vielleicht dann irgendwann mal noch überholen. Nur so fürs Mundgefühl, auch wenn es nichts bringt. Dann findet ihr eine Videobeschreibung. Neben allem, was ich gesagt habe, verlinkt auch noch, wie ihr mich auf Facebook, Twitter, Instagram und so weiter findet. Könnt ihr folgen, Like da lassen, Freundschaftsanfrage. Wisst ihr auch alles. Und uns bleibt nicht mehr viel mehr zu sagen, außer ihr seht zumindest mich. Hoffentlich im nächsten Video. Macht's gut, ihr Fischlinge, und wir sind raus hier. Tschüss. Ciao.